Im Norden von Halle in Trotha hat es am Donnerstagabend einen Großbrand gegeben. Gegen 19 Uhr ist der Brand im Küttnerweg ausgebrochen. Betroffen ist eine Firma, die Holztreppen produziert. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Im kompletten Osten der Stadt sollten Anwohner zunächst Fenster und Türen geschlossen halten. Kurz nach 21 Uhr hieß es dann, dass sich der Rauch auch in den nördlichen Saalkreis ausgebreitet hat. Kurz nach ihrem Eintreffen hatte die Feuerwehr zunächst mehrere Einsatzabschnitte gebildet. Bekämpft wurden die Flammen auch von Drehleitern aus. Immer wieder waren zu Beginn der Löscharbeiten kleine Explosionen zu hören. Es war so heiß, dass es die Feuerwehrleute vor Ort kaum aushalten konnten. Gegen 21.30 Uhr war der Brand dann unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf anliegende Garagen konnte verhindert werden. Die Gebäude des Unternehmens wurden allerdings zerstört. Laut ersten Angaben der Behörden ist ein Schaden von mehreren 100.000 Euro entstanden.